Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ey, sag mal ganz kurz. Sag mal, bist du nicht Darius Hennighäuser? Ja, richtig. Was machst du denn in so einem normalen Publikum? Ja. Hier bei ganz normalen Leuten, Darius Hennighäuser. Das ist ja echt, lass ich dich mal. Komm mal ganz kurz, Darius Hennighäuser, komm mal mit runter, ist ja echt. Oh Mann, ey, Darius, das kann ich ja überhaupt nicht glauben, das gibt's ja gar nicht. Ja, ich Darius Hennighäuser, unglaublich, da sitzt du einfach in unserem normalen Publikum einfach so. Du bist der Darius Hennighäuser, du spielst, du bist Fußballer. Ja. Beim SSV Happerschoss. Richtig, genau. Kreisliga B. Absolut. Also noch, wir haben Fotos von dir, guck mal hier, das bist du, oder? Das bin ich, ja. Oder hier, da. Darius. Du bist, das haben wir im Internet rausgefunden, Fan vom 1. FC Köln. Richtig. Der FC-Fan. Ja. Du bist Fan, du hast Wolf Fuß geliked, Arndt Zeigler, haben wir auch hier auf deiner Facebook-Seite gefunden. Also so ein richtiger Fußballfan. Also für mich als Laien, Kreisliga B, ist das weit oben? Ja, richtig weit oben. Also mal nur kurz, wie viele Jahre, wenn ihr jetzt immer gewinnt, wie viele Jahre dauert es, bis ihr einen Champions-League-Platz habt? Wie viele Jahre? Ja, so ein, zwei. Nee, sag mal, weißt du ungefähr, wie lange dauert das von der Kreisliga B auf? Ich hatte mal, ich glaube, ich habe mal ausgerechnet 8 Jahre. Ah, okay. Aber es ist möglich. Aber es kann auch mehr sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Du bist schon ehrgeiziger Fußballer, oder? Ja, also ehrgeizig genug für die Kreisliga B. Welche Position spielst du denn? Mal da. Also absolut, eigentlich eher Stürmer. Trotzdem, Gratulation, am Wochenende habt ihr gewonnen, 4-2 gegen Ottershagen. Ja. Genau. Ja, das. Aktuell seid ihr Tabellenfünfter mit 23 Punkten, mit Schlagdistanz aber nach oben, 6 Punkte Rückstand auf den ersten. Letzte Saison hast du 14 Tore geschossen. Ja. Diese Saison erst 1. Woran lag's? Was ist los? Was ja, ist los? Läuft nicht so. Und Darius, unsere Scouts haben dich beobachtet. Oh je. Beim Spiel. Ah, jetzt weiß ich's ja. Und nicht nur unsere Scouts haben dich beobachtet. Ich sitze letztens vor meinem Fernseher, da ist so eine Mediathek angeschlossen, guck mir gerne Dokus an und da sehe ich diese eine Doku. Und das hat mich wirklich echt gepackt. Darius, ich habe das Gefühl, ganz Fußball-Deutschland hat dich im Visier. Schau mal. Ja, für mich gehört Darius Hennighäuser auf jeden Fall zu den Größten. Vielleicht ist er sogar der größte Fußballer aller Zeiten. Wie Darius mit dem Ball umgeht, das ist magisch, das ist wirklich unfassbar. So eine Ballkontrolle gibt es in Deutschland ganz, ganz selten. Darius ist zweifelsfrei eines der größten Talente der Fußballgeschichte schlechthin. Ich habe schon als Kind in Bettwäsche von Darius Hennighäuser geschlafen. Was Greta irgendwie fürs Klima ist, ist der Darius für den Fußball. Ja, also als ich Darius Hennighäuser das erste Mal am Fußballspielen sehen, ich habe noch nie so an mir gezweifelt. Ich habe wirklich überlegt, ob ich meine Karriere als Fußballer einfach beenden sollte. Ja, Darius Hennighäuser ist ein Diamant. Nur noch zeigen wir die ganz großen Pokale in die Luft direkt, wie die Technik da funktioniert. Alles andere kann er schon. Der Darius, der bringt alles mit, vor allem, weil er diese kurzen, feinen Bewegungen hat, die Messi auch hat. Ich glaube, jeder Bundesligaspieler könnte noch ganz, ganz viel von Darius lernen. Das ist abartig, wie der schießt. Ja, ich habe richtig Schiss vor dem. Jemand wie Darius, den kannst du eigentlich nur mit einem Foul stoppen. Ja, also wenn du im Sprint gegen Darius Hennighäuser bist, dann kannst du eigentlich auch gleich stehen bleiben. Darius ist für mich das beste Stürmer aller Zeit. Die ganze Welt redet gerade über Darius Hennighäuser. Plötzlich nur noch Darius hier, Darius da, Darius for everyone. Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Es geht um die Zukunft des deutschen Fußballs. Und da kommt man gerade an einem Namen nicht vorbei. Darius Hennighäuser. Darius Hennighäuser. Ist er vielleicht der beste Spieler, den wir jemals gehabt haben? Warum spielt so jemand wie er nicht in der deutschen Fußballnationalmannschaft? Ja, auch Oli Kahn und ich mussten uns im Laufe des Abends mehrfach zwicken. Wir haben phasenweise gar nicht mehr aufgehört, uns zu zwicken. Oli, Darius Hennighäuser, was für eine unglaubliche Geschichte, oder? Ja, sowas, solche Geschichten schreibt in der Tat nur der Fußball. Wäre Darius Hennighäuser nicht auch einer für Schalke 04? Klar, aber den will Milan, den will Bayern München. Es ist halt eigentlich verrückt, wenn man mal genau überlegt, dass Darius Hennighäuser eben nicht beim FC Barcelona oder Real Madrid spielt, sondern immer noch beim SSV Happerschoß in der Kreisliga B.
Mein Name ist Marvin. Ich bin der Trainer von Darius beim SSV Happerschoss. Ich habe schon immer gesehen, was für ein großes Talent in dem Jungen schlummert. Ist einfach ein überragender Fußballer und wir können uns alle sehr, sehr glücklich schätzen, dass er bei uns im Team ist. Hier vorne das Tor, da knallt er regelmäßig eigentlich die Dinger in den Winkel, egal aus welcher Lage. Ja, wir haben jetzt erst letztens die Netze erneuert, einfach weil der Darius bei einer seiner letzten Versuche das Tor einmal komplett zerschossen hat. Da hat er den Ball richtig in den Winkel geknallt. Ja, herzlich willkommen in den heiligen Hallen des SSV Happerschoss. Hier hängt auch schon das Trikot vom Darius. Das ist quasi die legendäre Nummer 20. Ich meine, das riecht ja auch schon nach Erfolg. Ich weiß halt, dass die ersten FC Köln-Fans verrückt nach Darius Hennekeuser sind. Darius Hennekeuser, Fußball, Gott! Darius Hennekeuser, ey! Darius Hennekeuser, ey! Darius! Darius! Darius Hennekeuser, der FC steht hinter dir und der FC braucht dich. Darius, wir brauchen dich, bitte. Komm mal, FC, Junge. Als die Nachricht ins Stadion kam, liebe Fans, sind alle Fans ausgerastet. Der erste FC Köln verpflichtet, Darius Hennekeuser. Also ist ja bekannt, dass die Fans des ersten FC Köln besonders emotional sind und unglaublich zum Verein stehen und zu den einzelnen Spielern. Vor allen Dingen, glaube ich, zu Darius, eine Ikone des ersten FC Köln. Nur Darius Hennekeuser kann den deutschen Fußball retten. Wenn der Fußballgott einen Sohn gezeugt hätte, dann wäre das Darius Hennekeuser. Für mich gibt es keine Diskussion Messi oder Ronaldo. Es gibt nur Darius Hennekeuser. Immer wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich mir meist ein paar Tore von Darius an und dann geht es mir auch wieder gut. Ja, der liebe Gott hat einen Fleck auf dieser Erde geküsst und das ist der rechte Fuß von Darius Hennekeuser. Also ich kann nur für mich sagen, ich als Verteidiger, wenn Darius Hennekeuser auf mich zulaufen würde, ich würde mir komplett in die Hosen scheißen. Darius Hennekeuser, boah, vor dem mach ich Schiss. Darius Hennekeuser, pff, ist schon eine lebende Legende. Ich spiele seit 40 Jahren Fußball, aber einen Traum habe ich noch. Zusammen spielen mit Darius Hennekeuser. Es gibt eine Sache, über die man sich bislang nicht ganz sicher sein kann. Hält Darius Hennekeuser auch dem großen Druck stand, dem er jetzt von allen Seiten ausgesetzt ist? Ich hoffe, dass er weiß, dass große Karrieren meistens zwischen den Ohren entschieden werden. Da ist jetzt die Frage, ob Darius Hennekeuser diesen Druck, der auf seinen Schultern lastet, standhalten kann.